Moin moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Aufnahme Minecraft Skywars. Spielen wir heute auf dem GomHD.net Server. Wir sind auf der Map Western, spielen mit dem Kit Pyro, genau, ich habe das Pyro Kit ausgewählt. Ist momentan so einer meiner Lieblingskits. Also wir sind auf der Map Western und ich würde mal sagen, wir walken diese Runde. Erstmal sortieren wir mir mein Inventar hier. Ich mag das nicht, wenn das so unsortiert ist. Das ist ja No-Go, ne? So, Lava-Dings können wir einen raustun. So viele brauchen wir gar nicht. Wir haben leider nichts zum Essen. Wir gucken mal eben, dass wir uns für den Gegner bauen. So, den haben wir erledigt. Haben wir noch einen? So, und jetzt, da kommt davon noch einer. Okay. Oh, das war doof. Das war richtig doof. Warum sind wir denn jetzt runtergesprungen? Verdammt. Hallo. Auch immer diese Bugs. So, in der nächsten Runde angekommen, nachdem wir in der anderen Runde gerade eben so schön abgejämmert sind, würde ich sagen, werfen wir uns mit der Enderpearl. Wir haben nämlich eine schöne Enderpearl. Werfen wir uns in die Mitte und gucken mal, was wir in der Mitte so finden. Oh, nur eine Enderpearl. Ja, nice. So, 3, 4. Und dann gucken wir mal eben, ob wir da noch so finden. Guckelt mal an hier. Das ist doch mal was Schönes. Also es hat sich definitiv gelohnt, in die Mitte zu gehen. So viel steht schon mal fest. Oh, noch eine Enderpearl. Das ist ja wie im Schlaraffenland hier. Aller Faller. Den machen wir doch easy. Easy. Okay, das war weg, cheesy. Okay, langweilig. Haben wir schon was Besseres? Haben wir schon. Okay, nichts Besseres dabei. Aber ich würde definitiv mal sagen, dass wir eigentlich recht nice equipped sind. Also wir sind eigentlich bis auf Brustplatte sind wir jetzt voll dir, aber eine Brustplatte werden wir vielleicht auch noch finden. Und wir haben 3 Enderpearls. Ah, nice. So, Essen nehmen wir uns mit. Ach Gott, eine Äpfel, das ist doch so OP. Das ist doch schon nicht mehr wahr. Das war's anscheinend. Also, wir haben dann anscheinend nichts mehr Interessantes. Dann gucken wir erstmal, wo die nächsten Spieler sind. Ich glaube, der da oben, der kam so da runter, oder? Warte mal, Kompass. Du sagst mir... Ja doch, da oben soll einer sein. Ich würde sagen. Warte mal. Habe ich da unten gerade einen Namen gelesen? Guck mal da. Da ist er ja. Ah, oh, immer die Leute mit ihren Spinnennetzen.
Jo. Das ist natürlich nicht so schön gerade. Hört die Kacke eigentlich auch irgendwann nochmal auf? Hallo? Hallo? Ey, wie lange bin ich denn vergiftet? Ich will mal eben gucken. Wir hatten doch hier irgendwo noch eine Truhe mit Dias, oder nicht? Habe ich nämlich voll vergessen. Ich würde mir gerne ein Dias-Schwert machen. Ist zwar ohne Verzauberung, aber besser als ja nichts. Ich meine, wir hätten hier irgendwo Dias drin hier sehen. Hallo? Hier waren doch irgendwo vorhin noch Dias. Dias, 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 Dias. Warte mal, die Kiste hatten wir schon, ne? Ja. Vielleicht hier irgendwo drinne. Ich meine, ich hätte irgendwo Dias gesehen, oder? Bin ich jetzt blöd? Da, ein Dia. Wahrscheinlich in die Goldhose. Ein einziger Dia fehlt uns jetzt noch. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, doch. Nice. Okay, ja, dann shit uns auf ein Dia-Schwert. Wir gucken mal, wo der nächste Spieler ist. Der nächste Spieler soll laut Kompass da hinten irgendwo sein. Da würde ich doch mal sagen, wir verschwenden keine Enderpearl, weil wir haben davon zwar drei Stück, aber wir verschwenden die einfach mal nicht, weil wir können uns da hinbauen. Da ist ein Weg. Alter, Falter. Ach, ist nur noch ein einziger Spieler, sehe ich gerade. Ja, da würde ich doch mal sagen. Pure Gönnung. Pure Gönnung, den müssten wir kriegen. Oh. Pure Gönnung. Pure Gönnung. Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht ernsthaft wahr sein. So, in der nächsten Runde angekommen. Equippen wir uns schon. Wir sind wieder auf. Oder wieder? Ich weiß nicht. Nee, wir haben noch gar nicht auf Jubiläum gespielt. Haha. Wir sind auf Jubiläum und ja, mit dem Git Dank. Und wir haben eine wunderschöne Spitzhacke. Da können wir uns sofort erstmal hier ein paar Diamanten farmen. Das heißt, wir haben definitiv diesmal, weil in der letzten Runde sind wir eigentlich wirklich nur gestorben. Wir hatten viel besseres Equipment. Das muss man mal sagen. Wir hatten vor allem noch eine Enderpearl, die wir dann richtig beschissen geworfen haben am Ende, sonst hätten wir das Ganze überlebt. Das Problem war wirklich, wir hatten nichts an. Ja, wir hatten nicht richtig eine Waffe. Und das war unser Ende. So, ich mache mir definitiv jetzt mal ein. Hallo? Dankeschön für die Rosen. Vielen Dank, wie lieb von dir. So, ich mache mir definitiv jetzt mal ein kleines Schwert. Diesmal haben wir ein Dia-Schwert. Wir haben den noch viel besser getroffen. Ich wollte es schon sagen, den müssen wir doch machen. So. Der hatte aber ein verzaubertes Dia-Schwert. Das nehmen wir auf jeden Fall mal. Der hatte Dia-Schuhe und Dia-Helm. Nehmen wir auch mal. Und wir kräften uns sofort mal eben eine. Zack. Dia-Brustplatte. Die nehmen wir uns mal eben. Das tun wir uns hier rein. Da rein. Das hoch. Das dahin. Und so. Und so sind wir ein bisschen besser equipped. Ich merke aber gerade, wir sollten mal irgendwas essen. Jetzt haben wir gleich Arschkarte. Wenn wir gegen den da antreten wollen. Habe ich Wasser? Ich habe kein Wasser. Okay, ach, was ist denn das für ein Dollar? Der lässt einfach mal Heiltränke drin. Okidoki. Ja, die können wir dann halt gebrauchen. So. Ich würde sagen, der hat auch ein Recht. Was habe ich eigentlich? Ich habe Schärfe und Haltbarkeit 1. Der denkt, der könnte mich jetzt. Ah, denn er. Okay. Ich hasse Angeln. So, in der letzten Runde angekommen, spielen wir auf der Map. China oder China, wie auch immer man diese Map aussprechen möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Mal gucken, was haben wir denn alles so? Wir haben eigentlich ein richtig.
Wir haben gar kein Schwert. Ja, dieses Steinschwert. Wow, das. Nee, lass mal stecken. Das wollen wir nicht haben. Wir gucken mal, dass wir uns eine Werkbank machen. Stellen die hier auf und machen uns mal eben ganz flodder, ein Dierschwert. So, das tun wir noch da hinten, das auch. Und zack. So, und dann würde ich sagen, bauen wir uns mal direkt zum Gegner. Ich wollte gerade sagen, bauen wir uns zu Team Rot, aber wir spielen ja gar kein Minecraft. Wir spielen ja gar kein Bed Wars. So, wir bauen uns einfach mal jetzt hier zum Gegner. Der ist da unten und schildert seine Base. Ich sehe das doch. Ich sehe dich, Kollege Barfuß. Oh, da ist gerade einer gestorben. Okay, den haben wir. Ich habe erst gedacht, den kriegen wir nicht. Ich habe jetzt ernsthaft erst gedacht, den kriegen wir nicht. Und hätten wir den jetzt nicht gekriegt, dann wäre ich stinkig auf mich selbst. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. So, der nächste Spieler soll in dieser Richtung sein. Okidoki. Hallo? Ah, da war was über mir. Okay. So. Okay, der nächste Spieler ist dann da hinten auf der Base. Ich würde sagen, da machen wir uns dann mal auf den Weg hin. Locker, aber flocker. Ich habe eher wie immer Angst, dass ich von Schneebällen oder irgendwas runtergedribbelt werde. Das ist so, das passiert mir einfach so oft. Aber egal. Ja, sicher ist sicher. Okay, das war ein Freekill. Dankeschön. Das war jetzt echt ein Freekill. Was ist hier passiert? Hat der denn wenigstens. Hat der seine Truhen gelootet? Warte mal, hat der seine Truhen gelootet? Die Truhe ist offen, also hat er die gelootet, aber halt nicht alles rausgeholt. Okay. Das war ein No-Skin, der einfach nur da rumstand. Das ist. Nice. Ja. So, zack, zack. Zack, hinter mir dürfte kein Spieler sein. Laut Kompass. Aber bitte keine Angel oder Schneeball oder was auch immer zu Hund. Diesmal sind wir schon recht gut dabei mit zwei Kills. Wir leben nur noch, außer mir leben noch vier Stück. Und das ist der da hinten. Dementsprechend werden wir jetzt einfach mal seinen Weg benutzen. Ist eine bisschen leichter. Der wird aber wahrscheinlich schon auf uns warten. Schade, ich habe gedacht, wir könnten ihn jetzt so überraschen. Oder hat er noch nicht mitbekommen, dass wir da sind? Hat er das noch nicht mitbekommen? Wartet mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er es mitbekommen hat oder nicht. Er hat es noch nicht mitbekommen, er hat es noch nicht gerafft. Wenn wir jetzt schneller sind als. Okay, den haben wir. Nice. So, dann gucken wir doch mal. Der nächste soll da hinten irgendwo sein. Und da ist zum Glück schon ein Weg gebaut. Ja, wie schön das doch ist. Hier auch? Ja. Wie nice. Okay, ja, der. Nee, okay. Ja, wir warten mal. Der steht nämlich direkt dahinter. Und ich schätze mal, der hat ernsthaft das Suppenkit. Was machen wir? Wir essen uns erstmal was.
No risk, no fun. Ja, no risk, no fun. Er wird als erstes sterben. Oder ich. Ich. Verdammt. Okay. Egal. War aber trotzdem eine spannende Runde. Dementsprechend, ja, wird es auch mit Rain kommen. Genauso wie alle anderen Runden. Wir haben leider zwar keine Runde gewonnen, aber trotzdem waren sie dementsprechend, fand ich, alle recht. Hatten alle irgendwas Spannendes an sich. Diese eine Runde mit dem, ja, Enderpearl, das hätten wir eigentlich so gut schaukeln können. Wir haben es aber leider verkackt. Ja, ich würde sagen, das war's. Und ich ziehe meinen Helm ab. So, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut und ciao, ciao.